Ich erzähle dir zunächst nur das Wichtigste. Ihr alle werdet wahrscheinlich den Anti-Weihnachtsmann oder anders Knecht Ruprecht kennen, wie er in einigen Gebieten der Erde auch genannt wird. Seit diesem Jahr gibt es ein Problem mit ihm. Naja, ich mache es kurz. Er ist tot. Er ist letzte Nacht nach einem Streit mit dem Weihnachtsmann gestorben. Die zwei Brüder waren schon länger an einem Streit und es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser eskalieren würde. Egal, ich hatte eh nicht viel mit diesem Typen zu tun, also störte mich sein vorzeitiger Tod nicht. Es war sogar gut für mich, denn ich bekam nun vorübergehend seinen Job und dies machte mich glücklich, denn ich war nun der Richter für den Weihnachtsmann und ich nahm meinen Job sehr ernst. Santa gab mir, nachdem er mich über den Tod von Knecht Ruprecht informierte, meine Aufgabe und schickte mich los zu meiner ersten Familie, welche ich beobachten solle und danach über das Schicksal der Kinder entscheiden solle. Ich wurde also vom Nordpol losgeschickt und sollte so viele Familien wie möglich überwachen. Aber nun ja, ich setzte zuerst einmal den genauen Fokus auf meine erste zu behandelnde Familie. Ich fuhr erst einmal vom Nordpol aus mit einem Frachtschiff nach Nordstadt. Dort wurde ich am Hafen von Bord gelassen und ich hoffte, dass ich mit einem Lastkraftwagen von dort aus weiterfahren könne. Ich musste mich eingeschränkt fortbewegen, denn ich habe keine Zauberkräfte wie mein korpulenter Gegenpart. Am Hafen standen zum Glück drei LKWs und ich hatte das Glück, mit einem mit diesen mitfahren zu können. Ich war nun in der Beförderungsfläche des Fahrzeuges. Der Fahrer nahm die Arbeitssicherheit nicht sonderlich ernst, denn es war ein kleiner und alter LKW, welcher von oben offen war. Es ähnelte eher einem Pickup. Naja, egal. Hauptsache eine Mitfahrgelegenheit. Wir fuhren nicht lange vom Hafen, als ich früher als gedacht zu meiner ersten Familie kam. Das Fahrzeug bog in eine dicht befahrene Straße ein, welche weihnachtlich dekoriert war. Von da aus fuhren wir nicht lange, bis der fatale Knackpunkt meiner Reise stattfand. In einer der Seitenstraßen bog der Fahrer schief um die Ecke, sodass ich von dem starken Ruck von der Ladefläche des Fahrzeuges fiel. Natürlich waren die Waren nicht gesichert. Auch ich natürlich nicht. Ich fiel also. Zum Glück verletzte ich mich nicht, denn ich war pflichtbewusst meiner Mission ausgeliefert. Ich landete auch weich, denn ich fiel in eine hohe Schneeschicht, welche sich auf dem Boden angesammelt hatte. Ich konnte mich nicht aufrappeln, da ich mich wahrscheinlich irgendwie verletzt hatte. Aber ich hatte Glück. Ein junger Mann in einem schwarzen Anzug, kurzen Haaren und blauen Augen las mich von der Straße auf. Er nahm mich auf den Arm und nahm mich wortlos mit. Es schneite stark. Und ohne diesen Mann wäre ich wahrscheinlich im kalten Schnee zugrunde gegangen. Deswegen war ich froh, dass er mir so selbstlos geholfen hatte. Ich fragte mich nur, wohin er mich mitnehmen wolle. Ich fand dies kurz darauf heraus, da wir etwa nach 5 Minuten Fußweg sein Haus, welches in der McHardy-Straße lag, erreichten. Er klemmte mich halb unter den Arm und schloss die Türe auf, welche in sein großes Haus führte, aus welchem schon eine schöne warme Luft von innen herausströmte. Wir traten ein und wurden von einer gut aussehenden Frau gegrüßt, welche in der Küche stand und lächelte, während sie Plätzchen backte. Ich fragte mich sofort, wieso er sie nicht fragte, wieso es hier so verbrannt riechen würde. Kurz darauf tat er es dann auch. Sie war erst geschockt, realisierte aber dann auch, dass der schwarze Rauch nicht aus der Küche von ihren Plätzchen kam, welche im Backofen waren, sondern aus dem Wohnzimmer, welcher riesige Raum genau ein Zimmer neben der Küche war, in welcher wir gerade standen. Ich wurde auf einen Küchenstuhl gesetzt und bekam nur durch Zuhören mit, was sich im Wohnzimmer ereignete. »Jeremy, was hast du getan?« sagte James. »Das kann doch nicht wahr sein. Wieso hast du den Weihnachtsbaum angezündet, mein Schatz?« begegnete Meredith. Er antwortete, dass er wissen wolle, was passieren würde, wenn er dies tun würde. Und er fügte hinzu, dass ihm Weihnachten und seine Eltern egal seien. Daraufhin rannte er weg. Meine Augen blitzten. Dies war mein Stichwort. Dieser Junge war mein erster Fall. Lasset die Jagd beginnen. Ich stand auf von dem Stuhl, auf welchem ich abgelegt wurde, und suchte mir einen geeigneten Platz, von welchem ich die ganze Szene besser beobachten könne. Heute Nacht würde ich zuschlagen. Ich ging also die Treppe nach oben, da ich vermutete, dass dort das Zimmer des Kindes sein würde. Und wer sagt es? Ich hatte recht mit meiner Vermutung, denn ich fand das Zimmer des Kindes auf der oberen Etage vor. Ich ging entlang am weihnachtlich dekorierten Geländer der Treppe und betrat dann schlussendlich das Zimmer des ungezogenen Kindes. Neben zahlreichen teuren Elektronikgeräten und vielen Postern an den Wänden stand ein Bücherregal. Die Bücher sahen alle noch aus, als wären sie gerade erst aus dem Druck gekommen. Neben diesem Bücherregal war ein Kleiderschrank, welcher aus schwerem Holz bestand und nach altem Holz roch. Ich huschte durch den Raum und versteckte mich zwischen dem Bücherregal und dem Kleiderschrank. Ich verweilte dort etwa 2 Stunden, bis das Kind allmählich das Zimmer betrat und sich nach zahlreichen Beleidigungen an seine Eltern zum Schlafen bereit machte.
Draußen war es schon dunkel und das Kind lag schon im Bett. Der Junge lag in seinem Bett auf dem Bauch und eine Hand von ihm ragte nach draußen und berührte fast den Fußboden. Ich trat aus meinem Versteck raus. Ich bewegte mich leise in Richtung des Bettes und näherte mich der herausragenden Hand. Ich roch noch einen leichten Geruch nach Zahnpasta, der vermutlich daher kam, da der Junge sich vor dem Schlafengehen noch die Zähne geputzt hatte. Aber nun Schluss mit dem Nachdenken. Ich stand kurz vor seiner Hand und musste jetzt in Sekunden handeln, dass meine Tat nicht auffallen würde. Ich riss mein Maul auf und biss dem Kind mit aller Kraft in die Hand. Es schrie augenblicklich. Kurz darauf kamen seine Eltern ins Zimmer gestürmt und fragten, was los sei. Der Junge antwortete nicht, da er zu starke Schmerzen hatte. Außerdem wusste er eh nicht, was passiert war. Der Vater rief einen Krankenwagen mit seinem Handy und die Mutter schloss die Fenster, durch welches ich nach der Tat herausgehechtet war. Als ich außerhalb deren Sichtweite war, spuckte ich die drei Finger aus und säuberte meinen blutigen Bart. Nun würde mein nächster Auftrag beginnen. Ich legte mich zwei Straßen weiter wieder in den Schnee. Kurz darauf kam ein quengelndes Kind mit seinem Vater vorbei. Der Vater hob mich auf und gab mich an sein Kind weiter und sagte: George, bist du leise, wenn ich dir diesen Nussknacker überreiche?